Die Bank an der Wolga stand am Ostufer auf einer kleinen Anhöhe. Von hier ging der Blick weit über das ruhige Wasser und verlor sich in den endlosen Wäldern gen Westen. Der Fluss war breit geworden, seit man ihn aufgestaut hatte. Der alte Ljoscha war heute eigentlich wie immer der Erste am Fluss. Er knöpfte seine Jacke auf, setzte sich und legte den linken Arm auf die Rücklehne der Bank und schien dann zu erstarren. Sein Blick war auf den Ball der untergehenden Sonne gerichtet. Es war an diesem Abend so still, dass er seinen Herzschlag zu hören glaubte und das Rauschen des Blutes in seinen Adern. Ganz leise mischte sich nach einer Weile ein anderes Geräusch hinzu. Er wendete den Kopf, ganz wenig nur, nicht um zu schauen, sondern um das Ohr in die richtige Richtung zu bringen. Ljoscha kannte das Geräusch. Es waren die schlurfenden Schritte seines Freundes Alex, der sich langsam der Bank näherte. »Du bist spät«, rief er, als der andere auf Hörweite rangekommen sein musste, denn sein Blick war längst wieder auf die untergehende Sonne gerichtet. Der andere antwortete nicht, und als er die Bank erreicht hatte, würdigte er das wohl schon oft gesehene Naturschauspiel mit keinem Blick. Umständlich nestelte er aus der Hosentasche ein kariertes Taschentuch hervor, das auf dem Platz neben Ljoscha ausbreitete. Dann drehte er sich um, stützte sich auf seinen Stock und ließ sich langsam auf die Bank hinabgleiten. Dass er dabei das ausgebreitete Taschentuch verfehlte, bemerkte er nicht. Er starrte nun auch auf den letzten Riss der Sonne, die gerade hinter Tannenspitzen am Horizont verschwand. »Spät? Im Verhältnis wozu?«, fragte er nach einer Weile. Ein Grunzton, der wohl so eine Art Lachen sein sollte, entrang sich Ljoschas Brust. Fast eine Minute verließ er vergehen, ehe seinen Freund antwortete, und ohne ihn anzusehen, sagte er, »Wozu? Wozu?« »Zu nichts! Du bist eigentlich immer zu spät.« Und als der andere nicht antwortete, fügte er hinzu, »Dein ganzes Leben lang!« Alex schien nachzudenken. Vielleicht hast du recht, Ljoscha, Väterchen, vielleicht hast du recht. Aber einmal, ein triumphierendes Lächeln huschte über sein Gesicht, einmal war ich schneller als du. Ha, jetzt geht das wieder los. Du hast hier auf der Kier geheiratet und bildest dir bis heute ein, du hättest sie mir weggeschnappt. Ich wollte sie gar nicht. Geht das nicht in deinen Schädel? Du wolltest sie. Quatsch! Du wolltest sie. Vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist so lange her. Jetzt ist sie 10 Jahre tot. Hör also auf damit. 11 Jahre. Gut, 11 Jahre. Eine kleine Ewigkeit herrschte Schweigen, bis Alex mit einem Säufer zu vernehmen war. Sie fehlt mir. Ljoscha löste seinen Blick vom Horizont, sah seinen Freund von der Seite an. Ganz langsam legte er seinen Arm auf dessen Schulter und sagte, »Ich weiß, sie fehlt mir auch.« Alex nickte merklich und dann schwiegen sie. Jeder für sich. In Gedanken verloren starrten sie in die helle nordische Nacht. Ein Geräusch vom Fluss herauf ließ sie aus ihrer Erstarrung erwachen. Weit entfernt waren die Positionslampen eines Bootes zu erkennen. »Lass uns jetzt gehen«, sagte Ljoscha. »Wir kommen morgen wieder. Im Radio haben sie für die ganze Woche schönes Wetter gemeldet.« »Geh nur«, sagte sein Freund, »geh nur, ich möchte noch einen Augenblick bleiben. Vielleicht hole ich dich dann noch vor dem Dorf ein.« Ljoscha hatte sich erhoben. »Bis morgen.« »Bis morgen, Väterchen.« »P-
Pünktlich, fügte Ljoscha hinzu, und als er schon ein paar Schritte auf dem Weg war, hörte er ihren Freund leise lachen. »Ja, ja, pünktlich, ich weiß Bescheid.« Das Wetter am nächsten Tag hielt, was das Radio versprochen hatte. Am Abend holte Ljoscha die Ziege von der Wiese und zur gewohnten Zeit nahm er seinen Stock und machte sich auf den Weg. Als er aus dem kleinen Wäldchen trat, von dem man ihre Bank sehen konnte, wollte er kaum seinen Augen trauen. Alex saß bereits auf der Bank. »Oh, dieser Schelm«, dachte er. »Jetzt will er mir aber beweisen, dass er auch anders kann. Nun, den Spaß werde ich ihm verderben. Ich werde das mit keinem Ton erwähnen. Im Gegenteil, ich werde so tun, als bemerkte ich es gar nicht.« An der Bank angekommen, sah er den Freund nicht an und setzte sich schweigend neben ihn. Er ließ eine kleine Zeit vergehen, bis er einen Abendgruß murmelte. Der andere antwortete nicht und legte sich stattdessen plötzlich steif an ihn. Jetzt erst schaute Ljoscha auf seinen Freund und als er das weißgraue Gesicht sah und die starren Augen, begriff er, was geschehen war. Einen Augenblick schien es, als wollte er in gleicher Weise erstarren, doch dann legte er den Arm um den Freund und brachte ihn in eine stabile Lage. Ganz ruhig saßen die beiden da. Die Sonne berührte am Horizont die Tannenspitzen und Ljoscha wischte sich mit der freien Hand die Augen. »Diesmal bist du zu früh, viel zu früh«, sagte er leise nach einer Weile.